Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial über das USM-HL Soundmodul von Beyer. Heute möchte ich euch zeigen, wie man das USM-HL in einen Henglong-Panzer einbaut. Unser Ausgangszustand ist ein Walker Bulldog mit abgenommenen Turm. Zuerst bauen wir den Akku aus. Dann lösen wir die Schraube für die Befestigung des Lautsprechers. Dann drehen wir den Panzer wieder vorsichtig um. Anschließend können wir den Lautsprecher ausstecken. Der Lautsprecher wird später am Soundmodul eingesteckt. Dann lösen wir die vier Schrauben am Empfänger und bauen diesen ebenfalls aus. Wir lösen den Steckverbinder direkt am Empfänger. Dann werfen wir einen Blick auf das Soundmodul. Das mitgelieferte Lautstärke-Potty bauen wir auf jeden Fall ein, da der Lautstärkeregler der RX18 keine Funktion mehr hat. An dem Flachbandkabel können zusätzliche Ausgänge angeschlossen werden. Wir lassen das Flachbandkabel in unserem Beispiel jedoch zunächst weg, da Ausgänge wie Kanonenschuss oder MG-Blitzer bereits von der RX18 geschaltet werden. Mehr ist fürs Erste nicht notwendig, um das Henglong-Soundmodul einzubauen. Das Verbindungskabel von RX18 zum Empfänger gibt es in Gelb, Grün, Blau, als auch in Schwarz, Rot, Blau. Natürlich können beide Kabel verwendet werden. Wir stecken also das gelb-grün-blaue Kabel, das vorher von der RX18 zum Empfänger ging, nun in unser Soundmodul ein. Das gelb-grün-blaue Kabel am Soundmodul stecken wir dann in den Empfänger ein. Das Soundmodul erhält über die RX18 seine Versorgungsspannung und muss nicht zusätzlich an den Akku angeschlossen werden. Jetzt muss lediglich noch der Lautsprecher angeschlossen werden. Falls weiterhin der Henglong-Lautsprecher verwendet wird, muss der Anschlussstecker abgeschnitten werden und anschließend die Adern abisoliert werden. Der Lautsprecher wird anschließend an Klemme 1 und 2 des Soundmoduls angeschlossen. Um die Verriegelung der Federkraftklemme zu öffnen, wird am besten ein kleiner Schlitzschraubendreher verwendet. Jetzt ist das Soundmodul fertig eingebaut und es müssen lediglich noch die Komponenten ordentlich im Panzer befestigt werden. Ist das erledigt, kann der Akku wieder eingebaut werden. Unser Lautstärke-Potentiometer haben wir auch im Akkufach eingebaut. Dann kommt der Akkudeckel wieder drauf und wird festgeschraubt. Dann drehen wir den Panzer wieder um. Und schalten ihn ein. Da die Fernsteuerung an ist, beginnt die rote LED sofort zu blinken.
Blinkt die rote LED des Soundmoduls, so wie in unserem Beispiel, gleichmäßig, so empfängt das Soundmodul die Daten vom Sender fehlerfrei. Jetzt können wir die Soundwiedergabe testen. Programmiert ist übrigens ein Königstiger. Die Lautstärke ist weit runtergedreht, damit das Mikro nicht kratzt. Es können unterschiedliche Zusatzsounds bei Panzer ein und Panzer aus konfiguriert werden. Wenn wir die Fernsteuerung ausschalten, wird das rote Blinken am Soundmodul unterbrochen, da das Soundmodul keine Daten mehr vom Sender empfangen kann. Jetzt möchte ich in einem Beispiel zeigen, wie sich die rote Leuchtdiode bei schlechtem Empfang verhält. Dazu schraube ich die Antenne aus der Fernsteuerung. Die rote Leuchtdiode fängt jetzt an, ungleichmäßig zu blinken. Daran erkennt man, dass der Empfang schlecht ist. Auch ein sehr schnelles Blinken signalisiert einen schlechten Empfang. Wenn wir die Antenne wieder einschrauben, fängt die Leuchtdiode wieder gleichmäßig mit Blinken an. Das Soundmodul empfängt also die Daten wieder fehlerfrei. Damit sind wir auch am Ende des Hanglong-Tutorials angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie einfach es ist, das USM-HL in einen Hanglong-Panzer einzubauen. Ich wünsche euch weiterhin noch viel Spaß mit eurem Modell. Tschüss!